Samuel Thomas von Sommering, Mediziner, 1776 bis 1778, Paulinerstraße 14. Samuel Thomas von Sommering. Samuel Thomas Sommering, seit 1808 Ritter von Sommering, auch Sömmering, geboren am 28. Januar 1755 in Thorn, gestorben am 2. März 1830 in Frankfurt am Main, war ein deutscher Anatom, Anthropologe, Paläontologe und Erfinder. Sommering entdeckte den gelben Fleck in der Netzhaut des menschlichen Auges. Seine Untersuchungen über das Gehirn und das Nervensystem, über die Sinnesorgane, über den Embryo und dessen Missbildungen, über den Bau der Lungen, über die Brüche etc. machten ihn zu einem der bedeutendsten deutschen Anatomen. Werdegang. Samuel Thomas Sommering war das 9. Kind des Arztes Johann Thomas Sommering und der Pfarrerstochter Regine Greth. 1774 beendete er die Schulbildung in Thorn und begann als 19-Jähriger Medizin an der Universität Göttingen zu studieren. 1778 wurde er Doktor der Medizin. Er wurde 1779 Professor der Anatomie am Kasseler Collegium Corallinum, wo er unter anderem einen Elefanten präparierte, dessen Schädel sich Goethe im Jahre 1784 auslieh, um daran seine Studien zum Zwischenkieferknochen voranzutreiben. Sommering war Mitglied der Königlich-Britischen Gesellschaft der Wissenschaften in Kassel und Mitarbeiter der Göttingschen Gelehrten Anzeigen. Ab 1784 lehrte er an der Universität in Mainz. Dort war er 5 Jahre Leiter der medizinischen Fakultät und avancierte 1788 zum Hofrat und Leibarzt. Im selben Jahr wurde er in London Freimaurer. 1779 wurde er Mitglied der Loge Zum gekrönten Löwen in Kassel und 1780 mit dem Namen Marmessos Direktor des Kasseler Rosenkreuzerzirkels. Hier war er ein Freund von Georg Forster. Die Schrift Sömmerings über das Organ der Seele wurde mit einer Bemerkung Immanuel Kants publiziert. Im Jahre 1795 eröffnete er eine Praxis als praktischer Arzt in Frankfurt am Main. Als eine seiner vielen wichtigen Unternehmungen führte Sommering gegen viele Widerstände die Impfung gegen Pocken ein und wurde Gründungsmitglied der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft. Er erhielt Angebote der Universität Jena und St. Petersburg, nahm aber 1805 einen Ruf an die Bayerische Akademie der Wissenschaften in München an. König Max I. Joseph von Bayern verlieh ihm am 11. Mai 1808 in München den Verdienstorden der Bayerischen Krone. Als Samuel Thomas Ritter von Sommering wurde er damit in den persönlichen Ritterstand erhoben. Im gleichen Jahr wurde er kurfürstlich pfalz-bayerischer Hofrat und 1808 in den Adelstand erhoben. Im Jahre 1810 wurde er Geheimrat. Schon im Jahre 1778 hatte er in seiner Doktorarbeit die Einteilung der 12 Hirnnerven beschrieben. Seine Studie hat bis heute Gültigkeit. Er veröffentlichte viele Schriften im Felde der Medizin, Anatomie und Neuroanatomie, ebenfalls in Anthropologie, Paläontologie, Astronomie, Physik und Philosophie und war ein Gegner Friedrich Wilhelm Joseph von Schellings. Unter anderem schrieb er über Urzeitkrokodile und Flugsaurier. 1792 heiratete Sommering Margarete Elisabeth, geborene Grunelius, 1768 bis 1802. Aus der Ehe gingen ein Sohn, Dietmar Wilhelm, 1793 bis 1871, und eine Tochter, Susanne Katharina, 1796 bis 1867 hervor. Seine Thesen der Unterlegenheit schwarzer Menschen gegenüber europäischen Menschen leitete er aus der Obduktion von Leichen von Afrikanern ab.
Sein Zeitgenosse Johann Friedrich Blumenbach kritisierte ihn dafür scharf. Sommerin konstruierte ferner ein Teleskop zur Himmelsbeobachtung und stellte 1809 in München vor den Mitgliedern der Königlichen Akademie der Wissenschaften einen elektrischen Telegraphen vor, bei dem Einzelbuchstaben durch galvanische Zersetzung von Wasser übermittelt werden sollten. Ein Modell befindet sich heute in Frankfurt am Main im Museum für Kommunikation. Er arbeitete über die Veredelung des Weins, über Zeichnungen, die sich beim Ätzen des Meteoreisens auf demselben bilden, über die Sonnenflecken und vieles andere. 1811 entwickelte er den ersten Telegraphen in Bayern, der heute im Deutschen Museum in München ausgestellt ist, allerdings nie praktische Anwendung fand. Aufgrund des Wetters verließ Sommering 1820 München und zog zurück nach Frankfurt am Main. Er war ein Träger des Gülpenordens. Im Jahre 1830 verstarb er dort und wurde auf dem Frankfurter Hauptfriedhof beigesetzt. Nach Sommering sind eine Straße im Frankfurter Nordend, eine Straße und ein Platz in der Mainzer Neustadt sowie der Samuel-Thomas-von-Sommering-Preis des Physikalischen Vereins für astronomische Arbeiten benannt.